Ja, hi, willkommen, mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms 3D. Ja, in der letzten Folge haben wir das Spiel begonnen und die Tutorial-Level hier angefangen, und zwar tiefer geht's hier und Trainingslager Atlantis. Jetzt machen wir Rückkehr zum Château de l'Attentat. Irgendwie sowas. Jetzt ist da weggegangen. So, lass mich mal kurz hier mal gucken. Wo kann ich nochmal mein Dings angucken, meinen Fortschritt hier, so prozentmäßig. Keine Ahnung. Soweit so gut, soll einer unserer Generäle ist Gastgeber eines Abendessens für unsere Führungsregie. Und natürlich müssen die Feinde ausgerechnet jetzt ein paar für ihrer früheren Attentäter mit Fallschirm in der Gegend absetzen. Sie wollen dem General ein unvergessliches Mahl bereiten. Kümmern Sie sich darum, und zwar schnell. Sonst ist womöglich das Abendessen ruiniert. Und das wollen wir ja alle nicht. Nein. So, dann los. Zack. Okay, soll ich jetzt hier lernen, wie man mit Fallschirm und so alles spielt? Ich weiß, wie man mit allen Waffen und so spielt. Also mit fast allen Waffen. Gibt bestimmt einige Waffen, die ich wahrscheinlich nicht freigeschaltet habe und nie benutzt habe, aber ich weiß, wie das Spiel geht, also egal. Ich kenne nur nicht die Story. Wer weiß, was da noch alles kommt, was für Level und so weiter. Da sind sie ja, Soldaten. Sehr erfreut, sie hier zu sehen. Geheimdienstberichte lassen vermuten, dass feindliche Elite-Attentäter demnächst hier landen werden. Wenn wir also verhindern wollen, dass das Abendessen des Generals ins Wasser fällt, benötigen sie ein wenig Feuerkraft. In dieser Mission, die Uhr am Bildschirmrand zeigt an, wie viel Zeit ihnen bleibt. Also nicht zu lange trödeln. Wenn ihr Zug vorüber ist, darf der Feind schießen. Wenn sie also bereit sind, in Aktion zu treten, sammeln sie am besten die Kiste dort drüben ein. Okay, wow. Boah, ich habe 300 Leben, hallo. Zielerfassungsrakete, okay. Und dich muss ich töten, ne? Ach, das sind eins. Ja, warte, da kommt schon der erste. Zum Glück haben sie ja gerade genau die richtige Waffe unter den Nagel gerissen. Eine Zielflugrakete. Zielflugraketen sind schlagkräftige Waffen. Die sind ideal dazu geeignet, Feinde anzugreifen. Denn denen mit Bazooka oder Granate nur schwerer beizukommen ist. Öffnen Sie zunächst die Waffenleiste mit der Kreistaste und wählen Sie jetzt das wählen Sie das Zielflugraketensymbol mit der X-Taste, um die Waffe einzusetzen. Nach Auswahl der Waffe können Sie mit R2-Taste eine Draufsicht der Burg auswählen. Nehmen Sie den Feind mit dem linken Analogstick ins Visier und drücken Sie die X-Taste, wenn das Fadenkreuz auf Ihnen steht. Dann kehren Sie zu Ihrem Wurm zurück. Hier können Sie mit dem Steuerkreuz eine Flugbahn für die Rakete wählen. Denken Sie nur daran, vom Boden und anderen Hindernissen fortzuziehen. Die Rakete erledigt alles Übrige. Probieren Sie es aus, wenn Sie bereit sind. Ich will mich aber gerne hier umschauen. Vielleicht gibt es ja hier Geheimnisse, weiß man ja nicht. Ich bin da jetzt doch ein bisschen neugierig. Wer weiß, was ich hier alles finde, ne? Beispiel hier, wow. Hoho. Ich könnte auch mal so gucken, vielleicht finde ich ja sowas. Weiß nicht, sind Geheimnisse immer solche Orte, oder muss ich da irgendwie was bestimmtes erledigen oder so? Ich weiß es ja nicht. Da ein Turm, der sah irgendwie so aus, als könnte man da reingehen. Soll bloß nicht hier reinfallen, danke. Boah, danke. Ich habe noch ein bisschen Zeit mit meinem Zug. Was sind hier zum Beispiel? Nix, okay. Ich kann schon mal auswählen die Rakete, ne? Weiß auch nicht, womit die schießen und überhaupt, aber ich möchte doch mal irgendwo in Deckung gehen. Der ist hier. Ja, super, der ist ein bisschen blöd. Positioniert. So, den muss ich jetzt hier so anvisieren, ne? Hier steht die ganze Zeit mit Steuerkreuz im Flugbahn und so werden, aber ich kann irgendwie nichts mit Steuerkreuz machen. So, jetzt muss ich irgendwie schießen. Bams. Boah, das war Skill. Eine hervorragende Leistung. Wie Sie sehen, sind Zielflugraketen beeindruckende Waffen. Sie können auch eingesetzt werden, wenn Sie keinen freien Blick auf den Feind haben. Am besten nehmen Sie diese Waffe für besondere Anlässe auf, also für die Fälle, in denen Bazooka oder Granate einfach nicht reichen. Ich glaube, da kommt schon der nächste Feind. Kopf hoch. Ach, die können doch nix. Zug überspringen, was?
Vielleicht sollten Sie das Lernprogramm noch mal versuchen. Ich bin im Lernprogramm. Ich nehme an, das sollte ich mir nehmen. Sind die lästig, aber denen werden wir eine Lektion erteilen, eine, die sie nie mehr vergessen werden. Zum Glück habe ich daran gedacht und ein paar Dinge in die Wege geleitet. Wir bekommen Unterstützung aus der Luft. Sehen Sie die Kiste auf dem Dach? Darin befindet sich ein Luftangriff. Holen Sie sich die Kiste durch Ihre Sprungfähigkeiten, wenn Sie bereit sind. Ich bin immer bereit. My body is always ready. So. Warum gehe ich jetzt hier so einen verkorksten Weg? Oh, verkorkst. Ich habe ja 300 Lebenspunkte, also. So schnell kann ich nicht durch Stürze verrecken, habe ich so ein Gefühl. So, ich komme den da hoch, ne? Ich höre hier irgendwas. Feuer! Jetzt bin ich doch irgendwie so scharf auf die Geheimnisse, aber irgendwie weiß ich nicht, wo die sind. Wie sein könnten. Hey, na? Wo ist denn die Kiste jetzt überhaupt? Da. Also, irgendwie da. So, ja, das wird wehtun, glaube ich, wenn ich da runterfalle. So. Mich aber beeilen, glaube ich. So. Wunderbar, Luftangriffe funktionieren in etwa wie Zielflugraketen. Wählen Sie zunächst einen Luftangriff in der Waffenleiste aus und dann mittels R2-Taste eine Draufsicht der Burg. Suchen Sie den Feind mit dem linken Analogstick. Wenn Sie sich das Fadenkreuz bei Ihnen befindet, drücken Sie die X-Taste. Dann müssen unsere Luftstreitkräfte eintreffen und das Ziel zerstören. Ja. Erstmal hier in Deckung gehen irgendwo. Zack. R2. Ja, ich beeile mich ja schon, Mann. So. Und los. Macht sie fertig. Luftangriff wird initialisiert. Ich war beinahe in einem kleinen Fluss da gelandet. Hervorragend, Sie sehen schon, wie nützlich Luftschläge sein können. Leider hat man nie genug davon. Überlegen Sie sich Ihren Einsatz. Genau, das könnte kampfentscheidend sein. Augenblick, ich glaube, da kommt der nächste Feind. Kopf hoch! Der wiederholt sich auch. Oft kann das sein. So, was wollt ihr denn? Mit welchen Massenvernichtungswaffen muss ich euch zerstören? Wie, du willst mich treffen? Wie? Wie getroffen? Ich hab dich... Egal. Er hat sie nicht erwischt, oder? Doch. Ich glaube, es ist an der Zeit, diese wirklich nervigen Feinde zu entsorgen. Auf dem Gebäude dort drüben ist noch eine Kiste. Darin finden Sie eine Schrotflinte. Die perfekte Waffe, um beide zu meucheln. Springen Sie auf das Dach und holen Sie sich die Kiste, wenn Sie bereit sind. Wenn ich bereit bin. Okay. So bin ich immer bereit. Oh. Frage, Kiste, wo? Ach, eher auf den Häuschen, ja, alles. Wahrscheinlich sind die ganzen Geheimnisse irgendwie im Story-Modus nur, oder? Oder ich habe alles verpasst. Das kann natürlich auch sein. Die Schrotflinte zeichnet sich dadurch aus, dass sie ihnen zwei Schuss pro Zug ermöglicht. Bei den meisten Waffen haben sie nur einen Schuss pro Zug frei. Wählen Sie die Schrotflinte in der Waffenleiste aus, um diese Waffe zu verwenden. Richten Sie diese dann einfach auf den Feind. Und schießen Sie mit der X-Taste. Sie haben zwei Schuss frei. Schießen Sie also unbedingt auf beide Feinde. Ho, 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 ho. Oh Gott. Aber knapp. Schau ich hier hoch so. Oh. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ach. Verdammt. Obwohl, ich kann auch von so treffen, ne? Egal. Ich muss da hoch. Komm ich da hoch, Mann. Sonderbar. Ja. Nein, 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 nein. Boah. Na, warte. Dann eben so. Kommt her, ihr. Obwohl, das ist knapp. So. Warte. Hier kann ich mit dem Steuerkreuz. Mitten in die Fresse.
Okay, mitten in die Fresse. Genau, wer will noch mal schnuppern? Großartig, Soldat. Mit der Schrotflinte können Sie ja wirklich umgehen. Am besten setzt man sie gegen Feinde mit niedrigen Gesundheitswerten ein. Mit der Schrotflinte können Sie dem Feind höchstens 25 Punkte Schaden zufügen. Doch dieser Wert verringert sich mit größer werdenden Abstand. Verwenden Sie diese Waffe also nicht für Feinde in großer Entfernung. Außer Sie haben gerade nichts Besseres auf Lager. Ist Ihnen übrigens schon aufgefallen, dass das Wasser stetig steigt? Wasser steigt? In manchen Missionen oder beim Spielen gegen Freunde kann das vorkommen. Versuchen Sie, keine Panik zu bekommen. Dies geschieht normalerweise nur im Sun-Death-Modus. Wenn die Rundenzeit abgelaufen ist, steigt das Wasser immer weiter, bis das gesamte Land unter Wasser steht. Wenn Sie überleben wollen, müssen Sie einen hochgelegenen Ort als Unterschlupf für Ihre Würmer finden. Oh, es geht noch weiter. Ich muss trotzdem da hoch. Laut Geheimdienstinformationen handelt es sich hierbei um den letzten Feind. Wenn Sie ihn vernichten, werden Ihre Gäste des Generals nicht einmal erahnen, in welche große Gefahr die schweben. Für diesen letzten Wurm haben wir Ihnen ein Schaf bereitgestellt. Sehen Sie diese Kiste auf der Mauer da drüben? Springen Sie über die Dächer der Häuser und auf die Mauer, sobald Sie bereit sind. Gehen Sie ran. Toll, die Grabsteine sind voll im Weg. Wie? Oh, William, du bist da. Vielleicht die Teamfarben nicht irgendwie ändern kann. Die gerne grün gemacht. Oh, so. Diesmal komme ich hier hoch. Die Grabsteine sind voll im Weg. Gut gemacht, das war gar nicht so schwer, oder? Nun halten Sie ein Schaf in den Händen. Schafe sind mächtige, extrem gefährliche Waffen. Wählen Sie das Schaf zunächst in der Waffenleiste. Drehen Sie die Wurm mit Steuerkreuztasten in die Richtung, in der das Schaf bewegen soll. In diesem Fall also auf den gegnerischen Wurm zu. Und schießen Sie jetzt durch drückende X-Taste ab. Wenn Sie sich in der Nähe befinden, lassen Sie das arme Schaf explodieren, indem Sie erneut die X-Taste gedrückten. Schafe sind von der Bewegung her etwas unberechenbar. Aber versuchen Sie es doch mal, wenn Sie bereit dazu sind. Wie ich immer bereit sein muss, ne? So. Bams. Und tschüss. Erschossen und ertrunken. Und schon wieder mit fliegenden Farben bestanden, Soldat. Ich wusste ja, dass wir auf sie verlassen können, dass wir uns auf sie verlassen können. Der General lässt seinen Dank und seine Glückwünsche zum erfolgreichen Abschluss dieser Mission ausrichten. Sind Sie bereit für die nächste Aufgabe? Ja, klar. Boah, noch mehr explodierende Schafe. Boah. Hey, was? Hulk Hogan? Was? IMG? Wie? Die Oma ist voll überpowered, ey. Boah. Sehr gut. Oh. Ich habe ein Geheimnis gefunden? Keine Ahnung. Wenn immer die gleiche Animation meine ich. Anscheinend nicht. Jetzt kann er in dem G raus. Wir gehören zum Chitor der Attentate. Oder Leattentate. So. Gut, mal noch nicht speichern. Und was zum Teufel? Schön, Sie wieder zu sehen, Soldat. Dieses Mal setzen wir wirklich in der Klemme und wir brauchen einen Experten wie Sie, um uns da wieder rauszuholen. Ich weiß, es ist unglaublich, aber unsere Truppen werden von einem riesengroßen Affen angegriffen. Der Feind hat eine Methode gefunden, das mickrige Hirn des Monsters zu steuern. Wenn wir nicht verhindern, dass es durchknallt, macht das Beat uns noch alle zu Affen. Der mächtige Kong, okay. What the... Wompedia, wo kann ich nochmal... Ach da! 2%, boah. Okay, ich habe noch nichts verpasst. Boah, geil. Sind die alphabetisch geordnet? Ich glaube schon, ne? Verdammt. Habe ich vielleicht was verpasst? Keine Ahnung. So, dann komm, mächtiger Kong. Ich nehme es mit dir auf. Wenn wir auch noch in dem Part schaffen, hoffentlich.
Weiß ich aber nicht, ob ich jetzt das Geheimnis bekommen habe, weil ich die Level einfach geschafft habe oder weil ich irgendwas gefunden habe. Oh. Was ist das? Mein Gott, Dad, Hintern. Hallo, na? Er denkt sich auch noch was. Sieht aus, als wären sie jetzt gerade noch rechtzeitig aufgetaucht. Dieser Affe ist durchgedreht. Um diesen Wahnsinn ein Ende zu bereiten, müssen wir sie mit Zusatzgeräten versorgen. Fangen wir also ganz am Anfang an. Zusatzgeräte sind wie Waffen, aber statt Feinde zu schaden, helfen sie ihnen auf andere Weise. Zum Beispiel bei der Fortbewegung. Gehen Sie nun vorsichtig rüber und sammeln Sie die Kiste mit dem Zusatzgerät ein. Oh Mann. Ha. Gut, damit haben Sie Ihre erste Kiste mit Zusatzgerät eingesammelt. In dieser befindet sich ein Balken. Dabei handelt es sich um einen Landteil, die Ihnen beim Überbrücken von Schluchten helfen, die zu groß sind, um sie mit einem Sprung zu überqueren. Öffnen Sie zur Auswahl des Balkens die Waffenleiste mit der Kreistaste und wählen Sie das Balkensymbol. Bestimmen Sie dann die gewünschte Position. Mit dem linken Analogstick können Sie die Balken mit L-Taste und L2-Taste bewegen Sie ihn auf und ab und mit den Steuerkreuztasten drehen Sie ihn. Könnte man auch, glaube ich, irgendwie vergrößern, oder? Da drüben auf dem Wolkenkratzer befindet sich eine Kiste. Versuchen Sie doch einmal den Balken zwischen dem Flugzeug und dem Wolkenkratzer zu platzieren, damit Sie hinübergehen und die Kiste einsammeln können. Wenn Sie der Meinung sind, dass der Balken zwischen Flugzeug und Wolkenkratzer liegt, platzieren Sie ihn mit der X-Taste. Boah, meine Nase, die bringt mich um. So. Ja. Ja, wird schon so gehen, ne? Zack. Ja, mein Zug ist ja noch nicht richtig beendet, ne? That ass! Hervorragende Arbeit. Mit den Balken können Sie umgehen. Nehmen wir uns also ein weiteres Zusatzgerät vor, den Jetpack. Der Jetpack bietet eine hervorragende Möglichkeit, lange Strecken relativ schnell und problemlos zurückzulegen. Auf jedem Flugzeug da drüben befindet sich eine Kiste. Wählen Sie den Jetpack im Waffenfenster aus, machen Sie sich bereit und fliegen Sie rüber, um die Kiste einzusammeln. Drücken Sie X-Taste, um den Antrieb des Jetpacks zu starten, sodass Sie genügend Hub haben. Die Richtung des Jetpacks können Sie mit dem linken Analogstick steuern. Die Zahl über den Kopf des Wurms zeigt an, wie viel Treibstoff noch übrig ist. Bei jeder Aktivierung des Antriebs geht etwas Treibstoff drauf. Landen Sie also unbedingt, bevor der Zähler auf Null geht. Ansonsten plumpsen Sie noch in die Soße. Viel Glück, Soldat. Fangen Sie an, wenn Sie bereit sind. So. Oh, 15 Uhr. Okay. Hervorragende Arbeit. Ich wusste, dass wir uns bei dieser Mission auf Sie verlassen können. Wie Sie bereits sehen, ist der Jetpack eine hervorragende Fortbewegungsmethode. Denken Sie nur daran, dass den entstehenden Benzinstand im Auge zu haben, um ungeplante Landungen zu vermeiden. Und jetzt kümmern wir uns mal um diesen Fallschirm. Oh Gott. Sehen Sie die Kiste auf dem Flugzeug da drüben? Nun, die üben wir uns mit dem Fallschirm. Der ist zwar nicht so vielseitig wie der Jetpack, aber immerhin kann Ihr Wurm beliebig weit herunterfallen, ohne Schaden zu kommen. Und außerdem können Sie die Richtung steuern. Wählen Sie den Fallschirm in die Waffenleiste aus und springen Sie vom Flugzeug ab. Sobald Sie bereit sind, drücken Sie dazu die Viereck-Taste. What? Achso, okay. Drücken Sie X-Taste, sobald Sie in der Luft sind, um den Fallschirm zu aktivieren. Nun müssten Sie das Herunterkommen mit dem linken Analogstick steuern können. Wenn Sie landen möchten, drücken Sie die X-Taste, um den Fallschirm zu schließen. Hört sich doch einfach an, oder? Ja. Pff. Probieren Sie es aus, wenn Sie bereit sind. Und versuchen Sie, an die Kiste zu kommen. Ja. Wo? Hey, da ist jemand. Ich kann nicht mehr, jemand. Ich habe ein HP. Das heißt, ich kann keinen Fehler machen. Was ist denn das? Ach da, oder wie? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, die Kamera. Oh Gott, ey.
Bisher haben sie sich als guter Soldat bewahrt, aber das hier ist der härteste Test bisher. Das Ninja-Seil. Der Feind ist in Sicht und die Waffenkiste neben ihm enthält womöglich genau das, was wir brauchen, um seinen finsteren Plan zu durchkreuzen. Wir müssen nur mit dem Ninja-Seil drüber kommen. Das Ninja-Seil lässt sich an Teilen der Landschaften befestigen. Danach können sie am Seil hin und her schwingen, bis sie am gewünschten Ort sind. Oh, ja. Ich sehe schon, wo ich damit hinschießen muss. Sehen Sie das Ziel auf der Unterseite des Flügels? Das wäre der Idealpunkt zur Befestigung eines Seils, um hinüber zum Feind und dieser Kiste zu gelangen. Wählen Sie das Ninja-Seil in der Waffenleiste, wenn Sie bereit sind. Nehmen Sie das Ziel auf den Flugzeug im Visier und schließen Sie das Seil mit der X-Taste ab. Nach dem Befestigen können Sie das Seil kürzer oder verlängern. Das Seil dürfte das am schwierigsten zu meisternde Zusatzgerät sein. Sie müssen wahrscheinlich etwas üben. Keine Sorge, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, klappt. Sie können es ja immer wieder versuchen. Ja, außer ich fall runter. Nehmen Sie nun das Ziel ins Visier und holen Sie sich die Waffenkiste. Weil wenn ich runterfalle, dann muss ich wahrscheinlich alles nochmal neu machen. Das ist ja richtig geil. So. Wow. Da muss ich aber hier hoch. Nein! Boah! Oh, ich habe so einen Schreck bekommen. Ich dachte, ich falle jetzt runter, ey. Oh. So. Alles klar, danke, ja. Näher ran. Näher ran! Ich will näher ran. Warte. Okay, ich drücke die ganze Zeit doch R1. Hi, na, wie geht's? Fantastisch, das mit dem Seil ist eine ganz schöne Leistung. Lohnen Sie sich ausgiebig dafür. Jetzt haben Sie mit der Kiste eine Feuerfaust erobert. Die Feuerfaust ist eine Nahkampfwaffe. Gehen Sie einfach ganz nah an den Feind, schauen Sie ihn an und drücken Sie die X-Taste, um durchzuziehen. Das Schwierigste haben Sie schon geschafft. Jetzt geht es nur noch darum, den Feind zu töten. Wie cheeky. Oh Gott. Geh weg. Wenn er explodiert wäre und ich wäre daneben gestanden, ne? Dann wäre ich tot. Hey. Ausgezeichnete Arbeit, Soldat. Mission erfolgreich. Wow, passt ja sogar. What? Sehr gut. Hey, wieder ein Geheimnis. Das ist der zweite Part. Ich habe irgendwie den Spaß meines Lebens. Ah, man wird ja echt nicht kapieren, ob man dafür einen Schlüssel braucht. Wenn man es jetzt hat, oder? Oh, schon wieder Granaten. Na gut. Der mächtige Kong abgeschlossen. Ja. Alles klar. Dann machen wir die nächste Tutorial-Level in der nächsten Folge von Let's Play Worms 3D. Ich bleibe mich allerherzlich für Zuschauer und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.